Hintergrund laufen die 24 Stunden von Köln. Du bist zwar nur als Zuschauer in Anführungsstrichen da, warst aber bei unserem dritten Faulenz-Card-Event in Limburg mit dabei. Wie hat dir die Veranstaltung in diesem Jahr gefallen? Sehr gut, also ich fand, das war eine tolle Veranstaltung. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung von euch. Hat mir riesen Spaß gemacht, das Ganze. Es ist für uns nicht ganz so günstig gelaufen. Wir sind nur Vorletzter geworden, aber okay, es geht ja auch um Spaß bei dem Ganzen. Ich fand aber, es war super organisiert, hat riesen Spaß gemacht. Ich glaube auch, meine Teamkollegen hatten riesen Spaß. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder dabei bin. Wie weit kann man denn Parallelen von dem Kartsport zum normalen Rundstreckensport stellen? Naja, ich sag mal, jeder Rennfahrer kommt ja irgendwo aus dem Kartsport. Jeder fängt ja als kleiner Junge irgendwo im Kart an. Und man macht die ersten Erfahrungen damit, auch wenn es dann später natürlich wieder, je nachdem in welche Richtung es geht, eine ganz andere Fahrerei ist. Die Ausschleife in einem Sportwagen oder in einem Tourwagen hat nichts mehr direkt mit so einer Indoor-Kartbahn zu tun, ganz klar. Aber die ersten Wurzeln kommen von daher, ja. Wenn wir mal zurückblicken, ihr habt in der Saison 2010 die Ginette an Nürburgring gebracht. Als erstes Team, als einziges Team. Wie kam es überhaupt zu dem Projekt? Wie kam es da zu dem Projekt? Also mein Teamchef, der Herr Kornmeier, hat sich informiert, hat sich mehrere Autos angeguckt, auch mehrere Autos getestet. Es waren auch teilweise GT3-Autos wohl im Gespräch. Aber man hat dann gesagt, okay, man kann für relativ kleines Geld kann man hier dann auch ein relativ schnelles Auto einsetzen, kann das Auto schnell kriegen. Natürlich, klar, wir wussten ganz genau, das Auto hat überhaupt keine Nordschleifenerfahrung oder das ist auch klar. Also man muss das Auto erstmal abstimmen für die Nordschleife und das haben wir jetzt noch so langsam im Griff. Also ich denke, dass es für dieses Jahr dann vorangeht, das Auto passt soweit, das Setup jetzt für die Nordschleife, aber es war halt erstmal viel Arbeit. Ne? Also ihr seid Resümee-Team ganz zufrieden mit dem vergangenen Jahr, mit eurem Lehrjahr praktisch mit der Ginette. In jedem Fall. Also ich denke, über das Jahr gesehen, die Rundenzeiten passen mittlerweile. Wir haben bestimmte Teile jetzt standfest gekriegt und damit wird das ganz zufrieden für das erste Jahr, auf jeden Fall. Die Erkenntnisse werden jetzt sicherlich im zweiten Jahr mit einfließen. Kannst du schon einen Ausblick geben jetzt für die Saison 2011? Ja, kann ich. Also es ist sicher, ich habe jetzt vor Silvester habe ich die Bestätigung bekommen, dass ich wohl die ganze Saison wieder im Team fahre. Auf einem Auto bin ich gesetzt, mit den beiden Kornmeier-Brüdern. Die fahren mit mir zusammen auf einem Auto. Und das 24-Stunden-Rennen versuchen wir, ein zweites Auto an den Start zu bringen. Also 24-Stunden-Rennen möchten wir gerne. Und auch für die VLN gibt es da wohl noch die Option, das zweite Auto zu mieten. Ist vielleicht eine ganz interessante Sache, weiß ich nicht, wer Interesse hat, aber ich habe gehört, also das zweite Auto soll noch zur Verfügung bereit sein. Also wer da Interesse hat, kann sich auch wohl gerne melden bei dem Kornmeier. Eine abschließende Frage noch. Wie sieht denn eure Zielsetzung aus für die Saison 2011? Wann wärst du persönlich mit der Saison 2011 zufrieden? Also ich würde gerne mal den ersten Sieg in der GT4 einfahren. Dieses Jahr, das hat letztes Jahr leider nicht funktioniert. Wir haben zwar noch Zweiter in der Klasse. Ich wäre schon sehr zufrieden, wenn es dann endlich mal für den ersten Sieg reichen würde. Gut, dann hoffen wir, dass das so funktioniert. Wir wünschen euch viel Glück für die Saison 2011. Vielen Dank, alles klar.